Guten Morgen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Part. Und auch hier muss man sagen, also was Unterhaltung angeht, ne? Es gibt so ein paar kleine Sticheleien zwischen diversen Spielern. Das ist völlig normal. Das ist egal, wohin du kommst. Du wirst immer eine Gruppe finden, in der gerade so etwas aktiv ist. Aber auch das ist jetzt halt nicht das, was man eigentlich kennt. Ne? Es ist halt wieder so eher so, ne? So versucht und nicht geklappt. Und selbst Hemsi ist, ne? Ich meine, das ist normal der Inbegriff der primitiven Ausdrucksform. Selbst er hält sich zurück. Ne? Also selbst er. Scar habe ich dieses Wochenende gar nicht gesehen oder ist mit einem Twink. Ich kenne ja die ganzen Twinks nicht. Ich habe da nie nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ne? Wenn ich da auf, wie heißt die Seite, Check PvP, PvP Check, keine Ahnung, gucke, dann sieht man ja ein bisschen was, aber ich, keine Ahnung, ich habe da nie Interesse dran gehabt, bei den Spielern nachzugucken und dann nachher sagen zu können, das ist auch ein Twink, juckt nicht, ne? Aber man muss halt wirklich sagen, so, das Ganze war am Wochenende doch eher ruhig, ne? Das einzig Interessante auch hier wieder sind die kleinen PvP-Rangeleien zwischendurch und wo man dann halt auch selber so ein bisschen Lust bekommt. Ne? Und das Ding ist halt auch zwischendurch, klar, ne, wie ich schreibe das da auch irgendwo, wenn man dann auch sieht, dass da ein eher schwächerer Spieler dabei ist, also vom Equip her gesehen und nicht von der Spielweise her, das muss man ja auch ein bisschen unterscheiden. Aber dadurch, dass das Spiel halt equip-lastig ist, mittlerweile, also es ist halt nur meine Meinung, ne? Das kann natürlich jeder anders sehen. Natürlich musst du das auch spielen können, was du da in deiner Leiste hast, beziehungsweise deine Klasse. Aber nichtsdestotrotz, wenn dir die Stats fehlen, dann ja, unterliegst du in der Regel, ne? Oder kannst vielleicht gerade eben so noch flüchten, aber viel Schaden ausrichten kannst du nicht. Traurig, aber wahr. Das war mal anders, ne? Das war mal anders. Da konntest du mit ein bisschen Finesse dann halt doch den Gegnern irgendwie zu Fall bringen. Aber gut, die Zeiten sind halt erstmal rum. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Ich finde auch hier muss man sagen, dass das PvP-Equip im Ganzen immer noch ja zumindest gleichgestellt ist dem PvE-Equip, ne, sobald PvP an ist. Auch das war mal anders. Ne, da konntest du bei gleichem GS warst du im PvP mit deinem PvP-Equip deutlich stärker als dein Gegner. Ja, das hätte ich mir gerne zurückgewünscht, aber ich glaube, das ist vorbei und kommt auch nicht mehr so wieder, weil sich viel zu viele Spieler darüber beschwert haben. Wobei ich das nicht nachvollziehen kann, genauso wie mit diesem WM-Off, WM-On-Modus. Denn du hattest auch vorher die Möglichkeit, auf einem PvE-Server zu spielen und da warst du genauso wenig PvP markiert wie jetzt in WM-Off. Wenn du PvP ausgeschaltet hast, ne? Da konntest du ganz genauso spielen. Das macht einfach keinen Sinn, dann quasi jeden Server so einzurichten. Aber ich denke, auch das war wieder für die Kinder, die das System nicht so ganz verstanden haben oder die wenigsten sagen, ich spiele auf dem PvP-Server. Ne? Keine Ahnung. Das ist halt Blödsinn alles, ne? Blödsinn. Naja, nichtsdestotrotz, man sieht es halt hier nochmal so ein bisschen, ne? Und ich sage, es ist schon zwischendurch so, dass man dann gerne auch PvP anmachen möchte, um dann zum Beispiel, wie ich hier sage, dem kleinen Druiden ein bisschen zu helfen, den zu übernehmen, zu schilden und so. Das Ding ist halt wirklich, dass mein Equip einfach auf diesem Allianz-Spiel einfach noch so viel schlechter ist und meine Schilder eigentlich nicht wirklich was aushalten. Und ich weiß nicht, inwiefern ich ihm tatsächlich helfen würde oder ihn vielleicht komplett in den Ruin stürzen würde. Man muss ja auch sagen, klar kannst du den für den Moment aus dem Kampf nehmen, aber, ja, und das ist das große Aber, du blockierst natürlich seine eigenen Dinge. Und die anderen Spieler können sich in dem Moment um ihn herum versammeln, beziehungsweise ne, noch einmal alle sich auf den anderen Char dann konzentrieren, der vielleicht noch in der Nähe ist. Und ja, das ist halt alles eine blöde Sache. Und was das Timen angeht, ist es halt auch schwierig. Ne? Gerade wenn da 10 Leute dranhängen oder sowas, ne, dann übernimmst du ihn vielleicht genau in dem Moment, wo der alles zündet. Das ist auch Blödsinn. Also ich habe da nicht dieses Feingefühl. Ne? Also wenn vor OG geht das, ne? Wenn du dann mit dem Main on bist, der hält halt eine Menge mehr aus, die Schilder halten eine Menge mehr aus, reflektieren und, und. Ne? Da kannst du schon mit dem Speedbuff und sowas alles doch schon ein bisschen wirklich helfen. Aber hier schwierig. Ne? Deswegen lasse ich das meistens und ja.
gehe davon aus, dass das Ganze immer noch besser abläuft, als wenn ich da jetzt eingegriffen hätte. Und dann, ja, keine Ahnung, sagen die dann auch, ja toll, toll, jetzt bringt die mich auch noch um. Ne? ja, schwierige Sache. Ja, viel mehr gibt es hier eigentlich echt nicht zu erzählen. Also es wird eine kurze Sabbelei, denke ich. Ist halt, ja, nicht so spannend inhaltlich. Ne? Was man aber auch noch sagen muss, und das ist halt wirklich so ein Punkt, der mir über Jahre aufgefallen ist, also Jahre in Anführungsstrichen, jetzt seit es DKs gibt. Es gibt für alles Ausnahmen, auch beim DK. Natürlich, es sind nicht alle Spieler, ne? Aber in der Norm ist es so, dass du selbst, wenn diese DK-Spieler, Main-DK-Spieler, eine andere Klasse spielen, du erkennst sie eigentlich recht fix als DK-Spieler. Und das betrifft dann halt wirklich den Inhalt der Sätze. Die meisten DK-Spieler, also nicht alle, ne? Aber es sind halt wirklich viele, drücken sich eher einfach aus. Ich weiß nicht, ob man das netter formulieren kann. Einfach. Also ich habe mit vielen Bekannten oder so, wenn man dann auch vor OG steht und dann halt diese Unterhaltung führt, ne? Wir haben auch in der Vergangenheit schon immer sehr viel darüber lachen können, ne? Weil halt, ja, man diese Spiele halt wirklich als primitiv einstufen muss. Ne? Man steht dann da und sagt dann, jo, wenn man dann mit einem DK redet, dann brauchst du gar keine ganzen Sätze. Ne? Du sagst einfach uck. Und er weiß ganz genau, was gemeint ist. Ne? Also so ungefähr. Das heißt also, der Inhalt der Sätze ist meist ja, anders. Anders gut. Also dient er zur Belustigung als alles andere. Auch in Raids oder wenn du so unterwegs bist, du merkst sofort, wenn du es mit einem DK-Spieler zu tun hast. Ne? An zweiter Stelle im Übrigen der Krieger, warum auch immer. Ne? Auch da sind die Unterhaltung eher simpel gestrickt und du kannst halt nicht alle Worte benutzen, weil eben nicht alle Worte verstanden werden. Das merkst du dann auch, je nachdem, was du für einen Satz schreibst. Wenn er mal ein bisschen länger ist, dann dauert das auch, bis derjenige das durchgelesen hat, verarbeitet hat und die entsprechenden Worte rausgegoogelt hat. Da ist halt diese Stille, ne, diese Stille danach. Oder die gehen dann einfach und keine Ahnung. Aber wie gesagt, auch hier nicht alle. Natürlich nicht, ne? Aber so die Norm ist halt echt so. Achtet einfach mal selbst drauf, ne, wenn ihr so eine Gesprächsrunde habt mit diversen anderen Leuten oder so. Und ihr habt da auch so einen Main-DK-Spieler dabei. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Also ich glaube, dass diese Klasse DK allgemein etwas ist für recht junge Leute. Ne? Weil du musst nicht von Level 1 ableveln. Ne? Das ist schon mal ein Vorteil. Das fällt jetzt auch bei den DHs auf. Ne? Also auch hier muss man sagen, das sind eher, so wie ich es erlebt habe, mehr jüngere Leute, faule Menschen. die halt, ja, keine Ahnung, du merkst es einfach an ihrer Art und Weise, wie sie sich ausdrücken und so weiter. Ne? Das ist halt anders. Also ich bin mir sicher, dass jeder schon diese Erlebnisse hat und nicht nur einmal, vielleicht auch mehrmals. Vielleicht fällt es auch jüngeren Leuten oder Leuten nicht so sehr auf, die selbst vielleicht nicht so einen dermaßen ausgeprägten Wortschatz haben. Ich muss mal gucken, dass man das so formuliert, dass sich nicht jeder gleich getriggert fühlt. Ne? Weil es gibt ja auch die Menschen, auf die es vielleicht gar nicht zutrifft, die aber so sensibel sind und dann sagen, boah, was sagt ihr jetzt hier? Alle DK-Spieler, alle DH-Spieler, alle Krieger oder so. Nein, das sage ich ja gar nicht. Ne? Ich sage immer, wem der Schuh passt. Aber trotzdem, ich finde, es ist halt echt so. Ne? Währenddessen man bei anderen Klassen oder so schon merkt, also Klassen, die allgemein etwas anspruchsvoller sind, dass da eben auch ein ganz anderer Mensch, Typ Mensch dahinter steckt. Ne? Auch hier wieder nicht alle. Ne? Aber du merkst halt ganz klar, dass du bei den Spielern zum Beispiel Mönch, Hexer, Magier im Durchschnitt, ne, also vor allem bei den Disziplinpriestern natürlich, ne, das braucht man gar nicht erwähnen, aber ne, vor allem bei diesen Klassen merkst du halt doch schon, dass das auch das Sprachniveau, der Inhalt und offensichtlich oft, nicht immer, aber auch so dieses Bildungsniveau einfach ein bisschen höher ist als bei den Klassen, die halt wirklich
mehr dafür gedacht sind, reinzurennen, alles umzurammen und dann zu sterben, damit man selber weglaufen kann. Ich glaube, das muss auch so sein. Ich glaube, das ist so wie nach außen hin diese Zweiklassengesellschaft von nicht arm und reich, sondern es gibt die Führer, ne, die Führungspositionen und es gibt die ausführenden Positionen. Und ich, das klingt jetzt so politisch schlimm, es ist gar nicht so, aber es ist einfach nur, um den Vergleich anzustreben. Du hast halt die Gruppierung von Klassen, die halt eher so die Planer sind, die Denker sind, die Leute, die die Fäden ziehen. Und du hast dann halt diese Gruppierung von Spielern, von Klassen, die dann halt das ausführende Organ sind, die du quasi nach vorne schickst, die vor sich hin sterben, während du dann hinten schon mal überlegen kannst, ne, so taktisch. Ja, könnte ich jetzt eigentlich doch eher weglaufen. Ne? Der Krieger hat nicht mehr so viel Leben. Kriege ich auch nicht mehr hoch. Gehe ich einfach so ungefähr. Ne? Ist jetzt übertriebener dargestellt, als es wirklich ist. Ne? Aber keine Ahnung. Also es liegt auch nicht unbedingt daran, dass du als Caster allgemein weiter hinten stehen kannst. Es gibt ja auch genauso in diesen Klassen die Leute, die zum Beispiel als Heiler direkt vorne beim PvP, ne, gerade in den epischen BGs sieht man das, die dann direkt vorne bei den Leuten im Zerg stehen, ne, was auch gar keinen Sinn macht, weil ne, je nach Addon, was der Gegner drauf hat, bist du ein wunderbares Ziel. Also es ist schon okay, wie gesagt, je nach GS und deinen Stats oder so, gerade als Diszi und ich glaube, als Druide dürfte das auch ganz gut hinhauen, ne, dass du da einmal so durch diesen Zerg durchrennst und dann wirklich die Leute auf dich ziehst, die zum Beispiel dieses Addon haben, wie hieß das nochmal, Heal Have to Die oder so, irgendwie so, dass du dann die Leute auf dich ziehst, ne, damit der Rest diese niedermetzeln kann, während du dich easy peasy hochheilst und ja, in meinem Fall dann schildest, was auch immer, und nach hinten durchrennst. Viele von diesen Leuten, und auch hier muss man sagen, es sind halt echt die Krieger und so, rennt ihr dann stumpf hinterher, obwohl da zwischen euch 30 andere stehen, aber es funktioniert halt einfach. Also so kannst du halt auch mit der Dummheit der Menschen spielen, ne? Weil die dann halt wirklich sagen, oh, das ist ein Heiler, der muss sterben, Heiler, Heiler. Und dann gar nicht mehr darauf achten, dass da noch 30 andere stehen, die gerade runtermetzeln. Ne? Während mir eigentlich gar nichts passiert. Meistens. Nicht immer, dann geht ja auch schief. Ne? Dann hast du da so 12 DKs und dann wirst du so einmal durch die Map gegrippt. Das ist schlimmer als Porten, ja. Du weißt gar nicht mehr, wo du rauskommst. Ist auch eine witzige Sache, aber naja, nicht für mich, nicht für mich. Naja, gut, aber ich wollte das nochmal kurz ansprechen. Also vielleicht bin ich doch der einzige Mensch oder mit einer der einzigen Menschen, denen das aufgefallen ist. Also wie gesagt, ich habe das schon im Bekanntenkreis in der Vergangenheit, also auch heute wird da noch drüber gewitzelt, halt, wenn man so eine Unterhaltung mit einem DK führt. Vielleicht habe ich sowas in Zukunft auch auf der Hordenseite mal schauen, dass man dann halt nochmal deutlich macht, worauf ich eigentlich hinaus will und dann auch vielleicht verschiedene Unterhaltungen, um das einmal anzuführen. Aber nichtsdestotrotz, ne, wie jetzt ungefähr 400 Mal erwähnt, es sind nicht alle Spieler so. Akarion zum Beispiel, der ist von der Ausdrucksweise her komplett anders. Da würde ich nicht mal dran denken, wenn der jetzt mit einem anderen Char da wäre, mit einer anderen Klasse, dass er Main-DK-Spieler ist, ne, weil er eben sich doch schon davon abhebt, was man sonst so kennt, ne. Gut, ja gut, vielleicht sind es echt auch hauptsächlich junge Spieler, die eben diese Klassen spielen und aufgrund dessen, naja, ist ja logisch, also heutzutage liest kaum noch jemand. Ich muss sagen, ich habe gestern in der Bahn ein junges Mädchen gesehen, das war gestern Mittag auf dem Weg zur Arbeit hin, die stand, ne, also die hat sich auch da nicht irgendwo hingesetzt oder so, die stand mit einem dicken Buch in der Hand und hat dann gelesen, also lasse, keine Ahnung, kann man heute schwer einschätzen, ne, weil die Kids einfach alle so jung oder so alt aus. Es gibt irgendwie kein Mittelding, ne? Aber so vom Optischen her hätte ich die vielleicht auf 10 oder 11 geschätzt. Vielleicht war es auch schon 13. Die stand da mit ihrem dicken Buch in der Hand und hat da gelesen. Ich fand das so toll. Wirklich so toll, dass ich in dem Moment habe ich gedacht, oh Gott. Ne? Also, wenn ich sowas sehe, dass da blüht mein Herz einfach auf. Ich war selber so jemand, ne, der dann halt im Sommer oder so eigentlich nur rausgegangen ist, weil die Eltern halt schon gemotzt haben, dass man den ganzen Tag in der Bude sitzt und so. Ich habe immer gelesen, ich habe immer viel gelesen und
Es lohnt sich auch. Ich kann es jedem empfehlen. Ne? Es bildet deine Kreativität aus. Du entwickelst eine Fantasie, die anderen weit überlegen ist. Du entwickelst mit der Zeit eine Art besonderes Denkvermögen. Ne? Du kannst Dinge in deinem Kopf bilden. Du hast, wie soll man das erklären? Also es gibt natürlich auch Menschen, die sind ohne dieses ganze Lesen über Jahre hinweg und so super fantasievoll, super kreativ. Ne? Aber ich glaube, was man unterschätzt, ist ganz im Allgemeinen wirklich der Punkt, dass du beim Lesen ganz andere Fähigkeiten entwickelst. Wenn du fernsiehst, ne, also auch hier PC, YouTube, was auch immer man heutzutage für Medien alle nutzt, ne, dann ist es eher so, dass dein Kopf da nicht mehr viel arbeiten muss. Er sieht die Bilder, er hört das Gesprochene und braucht da nicht mehr viel dran arbeiten. Ne, also je nachdem, um was es sich gerade für eine Geschichte handelt oder so, du brauchst nicht mehr selber viel arbeiten. Beim Lesen ist das anders. Ne? Also es bildet nicht nur dein Wortverständnis aus und erweitert einfach deinen Wortschatz, sondern du lernst durchs Lesen, vor allen Dingen, wenn du früh anfängst und das auch wirklich oft machst, einfach in deinem Kopf viele Dinge vorher schon umzusetzen, ne, bestimmte Strategien zu entwickeln und das alles bildlich vor dir zu sehen, ne, wie so ein kleiner Kinofilm. Also ich finde das einfach extrem wichtig eigentlich, ne, um halt, das ist auch wichtig für viele Berufsarten oder so, ne, wenn du jetzt überlegst, so ein Ingenieur oder wie auch immer, die ganzen Zeichner, Maler, was auch immer, da ist das halt wirklich von Vorteil, wenn du das, was du da gerade aufs Papier oder sonst wohin bringen willst, auch vorher schon genauestens, also wirklich ganz fein strukturiert schon in deinem Kopf vorher hast. Oder auch in logistischen Bereichen, je nachdem, wo du tätig bist. Ne? Zum Beispiel Produktion oder so. Je nachdem, welche Tätigkeit du hast, ist es auch da recht wichtig, dass du eben im Voraus schon das alles in deinem Kopf zusammengebaut hast. Ne? So wirklich eins zu eins und das dann auch abschätzen kannst. Ne? Viele Dinge entwickeln sich natürlich auch durch andere Sachen. Manche Dinge sind einfach da. Ich kann nicht sagen, wie sich das alles immer so entwickelt, ne? So dass man halt zum Beispiel Proportionen genauestens einschätzen kann, dass man halt sagen kann, die Kiste passt genau in diese Lücke oder das Regal passt genau an diese Wand, wie auch immer. Ne? Aber ich glaube doch, dass auch das Lesen seinen Teil dazu beiträgt, weil du einfach über die Jahre hinweg und wie gesagt, gerade als junger Mensch, wenn du damit anfängst, anfängst, das, was du dort liest, in deinem Kopf als Kinofilm wiederzugeben. Und das hilft einfach, ne? Das hilft einfach, weil dann bestimmte Partitionen in deinem Hirn dann so weit entwickelt sind, dass du später auch nicht mehr nur das Lesen dazu brauchst, sondern einfach immer so diese bildliche Vorstellung von allem hast. Ne? Also mag sein, wie gesagt, ne, dass das bei manchen Menschen gar nicht nötig ist, da viel zu lesen, dass manche Menschen einfach so eine sehr ausgeprägte Fantasie haben, ohne dass sie auch jemals nur ein Buch aufgeschlagen haben, außer in der Schule vielleicht. Ne? Aber ich, also von der Hand zu weisen, ist das sicher nicht. Ne? Das ist halt, ja, keine Ahnung. Ich kann nur empfehlen, Leute, lest mehr Bücher, nicht diese E-Books oder sonst irgendwas. Geht in so ein Buchgeschäft, in eine Bücherei. Ich habe zum Beispiel letztens auch auf dem Weg zur Arbeit gesehen, das war eine schöne Siedlung, muss man sagen, so ein bisschen altbacken. Ne? So, man hat halt gesehen, die Häuser sind halt nicht erst eine Woche da oder so. Ne? Und da war nichts. Ne? Da war eine Bushaltestelle und das war's. Da war kein Kiosk, kein Bäcker, kein Laden, nichts. Aber da stand halt ein Automat. Und ich hatte den schon mal gesehen, aber war da zu dem Zeitpunkt in der Unterhaltung vertieft und habe nicht wirklich drauf geachtet. Da dachte ich, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Zigarettenautomat oder so, ne? Aber mir ist halt aufgefallen, jetzt beim, ja, genauer drauf achten, das ist ein Buchautomat und sowas gibt es hier bei mir in der Gegend zum Beispiel nicht in dieser Form, aber das ist ein Buchautomat, wo du dann halt im Allgemeinen hingehst, du kannst dir da ein Buch rausnehmen, du kannst dafür ein anderes Buch reinstellen oder mehrere Bücher reinstellen. Du kannst dann ein Buch da rausnehmen, liest das und wenn du fertig gelesen hast, stellst es einfach wieder zurück. Ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich wieder so ein bisschen, ne? Aber
die Idee dahinter ist super. Und wer auch immer das hier hört und sich denkt, ach Gott, nee, lesen ist einfach so langweilig. Und ne, überlegt mal, warum das eigentlich für euch so langweilig ist. Es ist ja nicht der Punkt, dass ihr da ein Buch ausschlagt und dann die Worte nachlesen müsst. Das ist ja nichts Kompliziertes. Lesen habt ihr alle gelernt oder die meisten von euch. Ich glaube, es ist eher der Punkt, dass man einfach bequem geworden ist, dass die Generationen heute und auch vielleicht auch schon die davor so ein bisschen einfach nicht mehr gewohnt sind, selber etwas zu tun. Ne? Und wie gesagt, so ein Film anmachen ist ja recht einfach. Ne? Du wirst direkt berieselt, dein Kopf muss nicht mehr arbeiten. Aber da vergammelt dann halt auch eine ganze Menge, was in der Regel für euch später mal extrem wichtig sein kann. Ne? Also mal davon ab, dass viele Bücher, die man so liest, ja auch viel, also inhaltlich viel Bildung enthalten, auch wenn man das nicht immer so anzunehmen vermag, aber es ist tatsächlich so. Na, jetzt, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Fantasy-Büchern oder Herr der Ringe oder sowas, aber es gibt eben sehr viele Bücher, die, also ja, wo man halt noch wirklich viel draus lernen kann, weil eben bestimmte Dinge in diesen Büchern enthalten sind, die Fakten entsprechen. Trotzdem, wie gesagt, also alles in allem, lest einfach mehr. Lest einfach mehr und ihr werdet merken, ihr gehört dann eher zu diesen Cool Kids als die Leute, die auf der Straße stehen mit einer Kippe im Mund und jeden als HS bezeichnen. Das ist nämlich nicht cool. Es gibt schönere Worte und du triggerst Leute wesentlich mehr, wenn du dich besser ausdrücken kannst, wenn du einfach Dinge nicht primitiv auf den Tisch schmeißt, sondern wirklich drumherum redest, aber dermaßen wortgewandt, dass dein Gegenüber tatsächlich einen Moment überlegen muss. Oder Sarkasmus, Ironie. Auch das sind Dinge, die kann nicht jeder. Also viele sind der Meinung, wenn sie dann einfach den Satz wiederholen oder ein Fragezeichen dahinter hängen, das ist dann gleich Ironie, gleich Sarkasmus ist, aber das Ganze ist ja viel umfangreicher, das ist ja eine eigene Thematik und du brauchst eine gewisse Intelligenz, um selber sarkastisch oder ironisch zu sein. Also deinem Gegenüber zu vermitteln, dass du etwas ernst meinst, obwohl es ganz klar vom Inhalt her schon so konstruiert ist, dass jeder wissen müsste, dass das nicht ernst gemeint ist. Na gut, schwieriges Thema. Will ich auch jetzt gar nicht so viel drum herum reden. Und das war es eigentlich schon. Ich bin ja jetzt schon vollkommen abgeschweift. Aber es ist auch früh morgens. Es ist jetzt Dienstag, der 22.06. Es ist 8.58 Uhr. Und das ist der nächste Part. Ich muss mal schauen. Ich habe noch ein bisschen Material, ob sich da was lohnt. Vielleicht noch einen dritten Part zu machen. Das wird man dann sehr wahrscheinlich morgen früh sehen. Das ist halt alles immer ein bisschen zeitaufwendig, denn auch wenn das Gesabbel dann vielleicht nur 25 Minuten oder vielleicht 30 zwischendurch geht, so ist der ganze restliche Vorgang, ne, die einzelnen Partitionen aus dem Video herausschneiden, ist ja dann schon auch ein Zeitaufwand. Ne? Man muss ja überlegen, man muss sich das alles angucken. Ne? Ich sehe mir ja nicht nur die Stellen an, die ich nachher rausschneide. Ich muss ja das Ganze angucken. Und der Vorgang des Schneidens selber nachher, des Renderns, wie auch immer, der ist bei mir quasi doppelt so lang wie das Video. Das heißt, wenn das Video 30 Minuten geht, dann ist der ungefähr eine Stunde dabei. Das heißt, da kommt also zu dem, was ich mir angeguckt habe, ne, im Durchschnitt, wenn es eine halbe Stunde ist, dann habe ich mir ungefähr eine Stunde Material angeguckt. Dann kommt, das heißt nicht, dass ich eine Stunde vorsitze, man skippt ja ein bisschen durch. Ne? Also gerade dann, wenn man weiß, vorher, da haben keine privaten Gespräche stattgefunden, skippt man da so ein bisschen durch. Und ja, dann wie gesagt, dann sabbelt man ja nochmal, keine Ahnung, über 20 Minuten. Und dann schneidet das Ganze oder arbeitet das Programm dann nochmal eine Stunde. Ne? Und dann muss das Ganze nochmal hochladen, das ist auch nochmal eine gute Stunde. Also kann man sich schon vorstellen, wie viel Zeit da tatsächlich drin steckt und warum das so schwierig ist, einfach viel mehr dieser Videos einfach mal eben nebenbei hochzuladen, wenn man einfach nicht die Zeit dafür hat, ne? Wenn man dann zeitlich richtig eingeschränkt ist. Okay, ihr könnt es hören, es ist 9 Uhr. Ne? Praktisch mit dieser Kirche im Hintergrund, wo auch viele denken könnten, jetzt, oh Gott, das wird mich total nerven und so, wenn man die ständig hört, so alle Viertelstunde und dann stündlich und 12 Uhr nochmal und ist es gar nicht, also man blendet das aus. Im Gegensatz zu meinen Nachbarn ist der Kirchturm tatsächlich ein sehr angenehmer
Genosse und erinnert einen teilweise dann auch mal dran, so, ich müsste noch was machen, bevor ich gleich wieder weg bin, ne? Gut, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und baut keine Scheiße. Thank you.
Ha 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 ha